herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufnahmen auf der Hof Bergmann zusammen mit dem Toledo, dem Lars, dem Paul und als stille Zuhörerin die Astra. Ja, hoffentlich nicht still, aber als Zuhörerin. Hallo. 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 Wunderschön. Geht's euch gut? Traumhaft. Traumhaft. Ja, bisschen müde und so, aber ansonsten. Bitte ein bisschen müde, ich könnte sofort einschlafen. Ich bin in den letzten Wochen wie so kaputt immer, ne? So abends und so ist halt ja, irgendwie. Ich habe das irgendwie dieses Mal auch total schlimm mit diesen, wenn es dunkel wird, und es wird ja jetzt mittlerweile echt früh dunkel, kommt auch sofort bei mir die Müdigkeit. Keine Sorge, schlimm. Das ändert sich am Sonntag wieder. Du meinst, dass ich nicht mehr müde bin? Hey, dass das so früh dunkel wird. Ja, ja, ich weiß. Wäre auch schön, nicht mehr müde zu sein. Ist doch mal wieder Zeitumstellung. Ja, Sonntag ist es soweit. Aha. Aha. Ja, du, ist für mich jetzt auch nicht so. Eine Stunde länger schlafen. Ja, das sagst du, ne? Ich kann dir gerne also, dann ich mal. Ich hab damit kein Problem. Ja, ich hab damit kein Problem. Genau, so ein Arsch, oder Lars? Du weißt genau, was ich meine. Wenn du dann morgens um 4 aufstehst mit den Kindern und denkst, verdammt, was machst du denn jetzt so lange, bis du dann endlich mal die irgendwann abgeben darfst? Oder der Tag startet. Also, gut, Sonntag ist egal, da brauchst du eh nicht abgeben, aber auch Sonntag ist egal. Sagt ihr euren Kindern nicht, dass Zeitverschiebung ist, also dass es umgestellt wird? Nee. Meistens machen wir das nicht, weil das Quatsch. Das verstehen da die. Da kommen die ganz aus dem Rhythmus. Ja, vielleicht sollten die das mal machen. Dass ich denen sage, schlaf länger. Ja, sag, du musst eine Stunde länger schlafen, weil die Zeit wird umgestellt. Das ist aber irgendwie sowas, wenn du die halt früh ins Bett bringst, dann stehen die früh auf und wenn die dann halt, dann ist halt auch scheißegal. Aber das Schöne ist so wie wenn du Toastbrot was sagst, das macht's auch nicht. Also, ne? Ja, doch, ja, schon. Aber das Schöne ist, wir sind Sonntag nicht da. Oma und Opa haben die Kinder, von daher ist das erstmal gar nicht mein Problem. Toll. Perfekt, ich krieg sie dann halt einfach nur nachmittags. Oh, toll. Bombe. Das solltest du auch noch mal überlegen, Lars. Vielleicht noch mal schön bei Oma und Opa einquartieren. So, ach, na, Mäuschen, möchtest du nicht mal ein bisschen, warst jetzt lange nicht. Bisschen Qualität. Ja, das Blöde ist, mit dem warst du lange nicht, kann ich nicht bringen, weil es war tatsächlich letzte Woche Samstag auf ja, Sonntag. Ja, gut, aber dann haben sie bestimmt quasi irgendwas nicht getan, was sie machen wollten oder so. Oder du musst weiß ich nicht. Oma und Opa einfach ein schlechtes Gewissen einreden mit, oh, sie hat sich so gefreut, bei euch zu sein. Sie will unbedingt nochmal, weil es ihr so viel Spaß gemacht hat. Das klappt manchmal. Mhm. Bei euch nicht? Also, wir bringen gefühlt Oma und Opa jedes Mal dazu, weil die immer sagen, oh, die beiden sind so anstrengend. Ja, danke. Wir haben sie dann übrigens den Rest der Zeit, wenn ihr sie nicht habt. Also wir wissen, dass sie anstrengend sein können, aber schön, dass es euch aufgefallen ist. Also nee, anstrengend sagen sie nicht. Sie sagen nur immer nur, schön, dass du da warst, schön, dass du wieder gehst. Finde ich auch treffend. Ja, das. Sie sagen immer nur zu uns, wenn die Kids nicht da waren, dass sie wieder ein bisschen anstrengend waren oder ein bisschen mehr. Aber diesmal haben sie die Kinder das erste Mal tatsächlich ein ganzes Wochenende. Sie holen sie Freitag aus dem Kindergarten und wir fahren Freitag gegen Mittag nach Hamburg, haben kinderfreies Wochenende quasi. Kinder- und hundefreies Wochenende. Und lassen es uns ein bisschen gut gehen in Hamburg. Deswegen super, dass die Zeitumstellung ist. Kann ich super mit umgehen. Perfekt dieses Jahr. Gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Ende des Monats ist, oder wie? Nee, ich habe nie eine Zeitumstellung auf dem Schirm. Habt ihr eigentlich nichts zu tun, oder warum seht ihr die ganze Zeit rum? Guckt ihr mir jetzt zu, wie ich hier... Oh. Ja.
Na gut, jetzt hattet ihr eine Ausrede, aber... Es ist zu tun, aber ich hab eigentlich gesagt, kein Bock auf Dreschen, hab letztes schon gedroschen. Achso, ja komm, dann, wenn es nur ein Dreschen... Hat einer Bock zu dreschen, sonst dreh ich. Sie dürfen aussuchen. 1, 3, 10, 15, 17. Ja. Und 19. Ich will ansehen. Ey. Also, Jungs, wir müssen jetzt noch mal ganz schnell was besprechen. Ich hab in den Kommentaren was gelesen, und zwar, ob wir ein größeres Mähwerk nicht mal kaufen wollen. Macht jetzt relativ wenig Sinn, weil wir die Karte eigentlich ja quasi verlassen. Ne? Nur noch auf dem Sprung sind, wenn wir ehrlich sind. Ich wollte es trotzdem erwähnen, weil ich den Kommentar berechtigt fand. Wir haben ein relativ kleines Mähwerk, wobei ich auch tatsächlich kommentiert habe, wir haben ja nur die 13 und die 26, das sind relativ kleine Flächen, dafür reicht eigentlich unser Mähwerk. Also so ein großes Kongslide oder sowas. Ja, warum? Macht... Du fährst doch auch mit einem Big M über deine 20 Quadratmeter Wiese. Ja. YouTube Money regelt. Jetzt sei doch nicht so. Ich wollte es doch einfach nur gesagt haben. Ja, ist ein Unterschied, ob ich 5 Minuten oder 5 Sekunden brauche, um die Wiese zu mähen. Ja. Also möchtest du ein größeres Mähwerk oder verarschst du mich? Ich verarsch dich. Danke. So, war mir eigentlich relativ sicher, dass du mich verarschst, aber ich wollte es tatsächlich einfach nur der Fairness halber gesagt haben. Was ich aber wirklich Bock drauf hätte, ne? Feld 10 alleine zu dreschen ist ja schon echt doof, oder? Doch einen Drescher kaufen? Ja, Jungs. Ich habe gehört, in Japan, im Asia-Pazifik-Raum ist alles ein bisschen günstiger. Wir könnten es uns mal überlegen. Wie heißt das so schön? Wer lange hat, kann lange hängen lassen. Oh, das war letzte Woche, oder? Beziehungsweise gestern. Also, ich habe nichts dagegen, ne? So im Verband dreschen. Ich sehe schon, dass Uwe eigentlich eine Ablenkung davon dagegen hat, dass oben eine Million auf dem Konto steht. Ich habe immer Abneigungen gegen. Aber weil ich gerade sehe, da oben, die Zeit steht doch auf 0-0. Ja, warte. Ja, aber unser Zeitbeauftragter ist da, von daher ist das alles kein Problem. Da unten steht noch ein Gülletank. Oh, da steht ein Drescher. Ich bin drin. Ja, hier steht ein Sprinter. Hallo? Der scheint gerade eben noch nicht hier. Ich habe New Holland blau genommen, damit wir ihn unterscheiden können. Wir haben tatsächlich den normalen Drescher und deiner ist halt die Chaos-Variante, aber nicht in Chaos-Geschwindigkeit und nicht mit Chaos-Tank, damit wir einfach zwei identische Fahrzeuge haben. Ja, ich komm zu dich. Yo, 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 yo. Yo. Jo. So. Aber ja. Ihr braucht ja noch einen LKW zum Abladen, oder? Ah, du meinst, wir brauchen noch einen LKW? Recht. Hm. Wir haben doch in der Theorie einen. Ja, wir haben das Platinum, die Platinum-Expansion drauf. Hast du noch so einen schönen alten Volvo? Ja. Oh, wir haben schöne Volvos. Achso, du hättest den alten genommen. Tatsächlich hätte ich gesagt, ich nehme den neuen FH16. Das ist schön sonst nostalgisch, warum nicht? Ja, der Globetrotter ist für dich nostalgisch, oder willst du den Ami-Schlitten, den VNX-300? Warte, ich schaue. Für den Globetrotter nehmen. Den Globetrotter, ja. Aber tatsächlich hätte ich, wie gesagt, den neuen genommen, aber wir können auch den alten nehmen. Das ist für mich völlig akzeptabel. Reifenvariante, Breitreifen bitte, Sonnenblende, ja doch, eine Sonnenblende, Design. Was ist denn Design? Achso, Design. Design würde ich gerne weglassen, glaube ich. Ja. Es ist halt eine Schade, dass wir halt leider keine keinen Mod-Auflieger drauf haben, weil es gibt ja entweder nur die Amis, ein paar Varianten, oder halt den Krampe 3-in-1 Auflieger. Haben wir eine Farbvariante, die wir uns wünschen? Fendt Grün Classic. Oh, es gibt ja einiges, ne? Oh, das war die falsche Farbe. Fendt Grün. Pink. Aber das Fahrgestell würde ich gerne in Schwarz lackieren. Also nur die Kabine quasi wäre dann grün. Aber Fendt Classic, Class. Das Valtra sieht auch krass aus, finde ich. John Deere, Fendt Nature Green, Fendt Classic.
Karte. Oliv passt eigentlich auch ganz gut. Beige passt mal gar nicht. Braun, vergiss es. So, okay, Fan Classic soll von mir aus sein. Ich fange in Chrom. Wenn es sein muss, kaufe ich sie gerne in Chrom. Das mich ja einmal nicht dran, ne? Und schon bam, Geld weg. Ich hätte sie sonst in Schwarz genommen, aber wir können sie gerne in Chrom nehmen. Was ist denn die Designfarbe? Ah, das ist der Kühlergrill. Ja, dann mach den auch in Chrom. Ja, ich wollte gerade sagen, kriege ich nicht. Kriege ihn in Silber hin. Dann muss ich die Felgen auch Silber machen. Das ist ja ein altes Auto, ne? Da hat man halt silberne Felgen. Dafür aber den Kühlergrill auch in Silber. Passt das für euch? Ja. Bin ich mitfahren. Gut, ja, komm, dann. Oh, weg die Kohle, wird so schlecht. Kombination, was brauchen wir denn? Hier, wir hätten den Wilson. Ne, der ist riesig, der passt nicht. Ja, der passt noch viel weniger zu uns, Alter. Shit. Holy. Oh, hier, den Profi. Den kann man nicht, ne? Das ist ja nur ein. Der Krone Profiliner, da kann ich Paletten und sowas draufstellen, ne? Da kann ich kein Getreide reinpacken, ja, ne. Dann werden wir wohl. Ja. Lars, kannst du bitte einsteigen und mal den Motor starten? Nehmen wir den natürlich. Krampe, den Oldschool 60 Kubik Krampe. Ja, komm. Oh. Achtung. Hör zu. Warte. Irgendwie wollt ihr bei mir nicht starten, deswegen. Achso. Dann start nochmal. Er läuft ja. Ja, den soll nochmal ausmachen dann. Du meinst den Oldschool 3-in-1 Krampe? Ja. Ja, hätte ich auch fast gesagt. Können wir auch Paletten mitladen? Ja, wenn du das sagst. Also ich habe ihn auch schon gekauft. Ich kann den nicht starten irgendwo rum. Der ist doch gestartet! Nee. Hab ich den wieder ausgemacht? Du hast die Parkbremse drin gehabt. So, fang an, Schatz. I'm ready. Warte. Sag mal, willst du mich hier gerade verhohne pippen oder was? Let's fetz. Falsche Richtung. Oh, ja, ich auch. Muss mal gucken, der ist hier ziemlich runtergerockt. Ah, shit. Du fährst 10, ich fahre nur noch 8, weil er so runtergerockt ist. Ich muss gleich mal gucken, was davon so runtergerockt ist. Wie kann ich denn das machen, dass ich die Hackschnitzelsäcke nicht auf die Ladefläche schmeißen kann und nicht als Hackschnitzel dann... Gar nicht? Gar nicht. Haben sie dich jetzt entsackt oder? Entsackt haben sie sich, entsackt. Ja. Nimm doch einfach das Auto. Das klingt auch komisch, die ja. Haben sich entsackt. Ja, ich wollte halt mit dem Geräteträger fahren, okay. Noch ein bisschen auf dem Boden bleiben, weißt du, die einen kaufen riesen Dresche, die anderen große LKWs, dann komme ich mit meinem Fan GT. Verstehe ich, ehrlich. Ich bin zufrieden. Nicht. Ich hab davon eine gute Bindung. Ja, ist okay, alles gut. Toledo, ich muss gleich zwischen den Folgen mal reparieren, weil der Drescher hat 26% und das Schneidwerk 31. Also, ja, mach das. Ja, du bist immerhin zusammen über 50. Ja. Ja, aber Toledo fährt mir halt ganz entspannt gerade weg tatsächlich. Ich komm einfach nicht hinterher. Aber kriegen wir alles hin. Kriegen wir geregelt. Wird schon schief gehen. Da ihr? Da, hallo. Na, du Entsackter. Also witzigerweise, es klappt vorne und hinten. Also ich habe jetzt vorne 200 Liter drin und hinten. Oh Mann. Schön. Ich fahr mal die Bahn gerade durch, sagst du, ne? Ich sehe jetzt schon irgendeinen Zuschauer, der die Arme über den Kopf zusammenschlägt, weil du nicht ausgehoben hast. Das mache ja selbst ich.
Wie voll seid ihr? 23%. 33. Warum hast du 10% mehr als ich? Weil das kann. Ja, ich glaube, deine Rücklaufbreite. Du hast das gleiche Schnittwerk wie ich. Ja, aber vielleicht nutze ich es voll aus. Hallo? Oder, ja, warte mal. Es kann auch sein, dass du Ernteverluste hast, weil du so kaputt bist. Echt? Ist das so? Weiß es nicht. Okay, wir finden das raus. Also, in diesem Sinne, liebe Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare. Wie alt ist der 22er und wir wissen es nicht? Alles wird gut. Schreibt mal in die Kommentare, ob defekte Maschinen tatsächlich Ernteverluste haben. Wir werden es gleich sehen. Ich fahre zwischen den Folgen mal schnell reparieren. Ansonsten wie immer vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.